Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder den Totally Accurate Battle Simulator. Und wir werden heute wieder großartige Schlachten in den unterschiedlichsten Zeiten erleben. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an und schauen mal, in welche Zeit es uns jetzt verschlägt. Und es sieht ganz so aus, als wären wir hier kurzerhand im Wilden Westen gelandet. Oh Gott, da müssen wir natürlich erstmal ganz vorsichtig sein, wer uns hier begegnet. Wir brauchen als erstes natürlich mal ein paar Gegner, die so auch aus dem Wilden Westen stammen können. Und die sich hier gerade vor diesem netten Haus versammelt haben, weil sie wahrscheinlich irgendwie zusammen mal was trinken wollten. Da gibt es dann einen, den Minenarbeiter Pete. Und natürlich auch die Dynamitwerferin, wie nennen wir sie? Tina. Und daneben noch den guten alten Kaktusmann, der sich denen immer anschließt. Aber umarmen will den irgendwie keiner. Außerdem gibt es da noch so einen verrückten Reiter, den lasso-schwingenden Tommy. Und das war's, glaube ich, erstmal. Das ist hier die Gang, die gerade sich hier versammelt hat, weil sie ein bisschen randalieren wollen, nachdem sie sich zugekippt haben. Und demgegenüber stehen jetzt natürlich die Helden der Stadt. Da haben wir zum einen den Revolver-Helden. Ja, schicker Hut, schicke Koteletten sehe ich ja auch schon direkt. Und daneben auch noch der Todesschütze. Immer da, wenn es darum geht, das Gesetz zu beschützen. Und daneben dann noch der Heißsporn. Okay. Also schauen wir mal, wer hier gewinnen wird. Entweder die Revolverhelden gut ausgestattet und frisch rasiert oder dort hinten die Bösewichte, die aus dem Nebel auftauchen. Der Kaktusmann, der Lasso-Schwinger, der Minenarbeiter und die Dynamitfrau. Vor allem bin ich gespannt, wer hier den ersten Schuss abgeben wird. Das ist natürlich hier unsere Scharfschützin. Die trifft das Pferd vom Lasso-Reiter und der stürzt dabei leider tödlich zu Boden. Und auch den Kaktusmann hat es scheinbar erwischt. Okay, der Scharfschütze hat einen guten Job gemacht. Nur noch die Dynamitfrau und der Minenarbeiter sind da. Aber ich glaube, die werden nicht lange durchhalten, denn da kommt der nächste Schuss des Scharfschützens und haut ihm voll die Unterbuchse weg. Da geht direkt die Hinternklappe auf. Und jetzt ist nur noch die Dynamitfrau da, aber das Pferd blockiert sie. Und da fängt auch schon der nächste Revolverheld an, wild in die Luft zu schießen. Und das ist auch ihr Ende. Okay, wir können festhalten, das war deutlich unfair. Deswegen werden wir jetzt etwas, für etwas Fairness sorgen, indem wir jetzt, sage ich mal, 20 Kaktusleute gleichzeitig in die Schlacht schicken. Das heißt, wir haben immer noch auf der einen Seite unsere Helden, unsere drei Revolverhelden und auf der anderen Seite jetzt die Armee der Kakteenmenschen. Wir schauen mal, wer hier gewinnen wird. Die Scharfschützin wird natürlich wieder das Gefecht beginnen mit einem gezielten Schuss aus ihrer Flinte. Da löst er sich. Und rast kurzerhand voll in die Menge. Zack! Ein Kaktusmann hat es schon ausgenockt. Aber da sind ja noch genug übrig. Okay, jetzt beginnt auch noch der Revolverheld in die Luft zu schießen. Und ein Kugelhagel ergibt sich über ihnen. Oh Gott, aber sie sind nicht so leicht aufzuhalten. Ihre Kaktusuniform schützt sie scheinbar vor den Kugeln. Und oh ja, okay, ich sehe es. Sie sind unaufhaltbar und werden jetzt auch die Revolverheldin am Ende doch überrennen. Ich habe das Gefühl, die Gefechte sind eindeutig zu unausgeglichen. Was würde denn passieren, hätten wir 7 Scharfschützen auf einer Seite? Das ist schon mal was ganz anderes. All diese Gewehrläufe zeigen jetzt geradewegs auf die andere Seite, auf die Armee der Kaktusleute zu. Und ich denke mal, jetzt werden sie irgendwann eine Chance haben, sie zu besiegen. Oh Gott, warte mal. Sie schießen zwar, aber die Kaktusleute schießen auch. Mit Kaktusstacheln. Aber die fliegen nicht so weit. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Die Kaktusleute haben irgendein Problem, glaube ich. Ah, ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Die laden relativ schnell nach, hier die Scharfschützen. Ja gut, das sollte ziemlich schwer werden für die Kaktusleute, aber sie halten auch einiges aus. Also, da werden sie nochmal ordentlich anvisiert. Aber diese Kaktusmäntel, die scheinen wirklich gut gegen Kugeln zu schützen. Ah gut, noch 4 verbleibend. Wenn sie rankommen, hätten sie vielleicht eine Chance, aber nein. Das war's dann wohl. Zu viele Gewehrläufe sind auf die Kaktusmenschen gerichtet worden. Und da haben die Revolverheldinnen wohl gewonnen. Gegen viele Kakteen konnten sie sich vielleicht behaupten, aber jetzt taucht dort hinten etwas Neues auf. Eine Waffe, die sie so vorher noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Und zwar ein brandneuer Abrams-Panzer der Amerikaner. Ja, die sind hier wohl, haben sich ein wenig in der Zeit geirrt. Jetzt sind sie hier mitten in Wobbly West gelandet. Ich bin gespannt, ob die Revolverheldinnen immer noch eine Chance haben, wenn hier plötzlich ein moderner Panzer angerückt kommt. Der erste Schuss löst sich und fliegt geradewegs auf die Feinde zu, die noch nichts davon ahnen und zack. Okay, eine Explosion, die gleich 3 auf einmal hier treffen kann und weit durch die Luft wirbelt. Jetzt beginnen natürlich auch die Revolverheldinnen mit dem Beschuss, aber an dieser Panzerung sollte eigentlich so gut wie alles abprallen und der Panzer wird sie wahrscheinlich einfach überrollen oder in die Luft jagen.
Doch das alles hat die guten Wildwestbewohner nicht davon abgehalten, eine neue Verteidigung aufzustellen, bestehend nicht nur aus den schnellsten Schützen des Westens, sondern auch einigen Kanonen, die jetzt hier mit Rat und Tat, aber vor allem Munition hier zur Seite stehen sollen, um dann doch noch den modernen Panzer aufhalten zu können. Das wird jetzt mal ein Gefecht. Okay, der Panzer wird wahrscheinlich gleich anfangen zu schießen. Da geht's los. Der Schuss löst sich und er wird so einigen Schaden anrichten, denke ich mal. Ja, okay, eine Kanone, zwei Kanonen, denke ich mal, hat das feindliche Team schon verloren. Oder beziehungsweise das freundliche Team, denn der Panzer ist ja hier eigentlich der Angreifer. Aber jetzt gleich werden die Kanonen auch den Beschuss beginnen. Erstmal natürlich wieder die Scharfschützen, die Schüsse prallen so gut wie ab. Aber jetzt gleich sind die Kanonen an der Reihe, da geht's los. Die Kanonenkugeln fliegen auf den Panzer zu. Und zermalmen ihn tatsächlich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Diese Verteidigung war eindeutig ausreichend. Doch ob diese Verteidigung tatsächlich ausreicht, wenn die amerikanische Revolution zurück ist und plötzlich eine Menge Musketenläufe auf sie gerichtet sind, das wird sich jetzt zeigen. Denn das ist hier der Angriff der Revolutionäre. Okay, die sind richtig schnell, dadurch, dass sie halt diese Flaggenträger dazwischen haben. Sie sprinten halt wirklich auf den Feind zu. Sie werden sich wahrscheinlich auch irgendwo gegenseitig verletzen. Aber da schlagen jetzt erstmal die Scharfschützengeschosse ein und sorgen für Verluste. Jetzt greifen aber auch die Musketen an. Ein Schuss nach dem anderen greift hier den Feind an. Die Kanonen kommen fast nicht zum Schuss. Und ja, ich denke, da haben die Revolutionäre mit ihrer Angriffstaktik dann doch gewonnen. Doch wusstet ihr eigentlich, dass auch Raptoren im Wilden Westen sehr gefürchtet waren, aufgrund ihrer Geschwindigkeit und scharfen Zähne? Ja, ja, das wusste man nicht, aber das wird so gewesen sein. Und die Musketiere werden da eine harte Zeit gegen haben. Oder auch nicht, denn sie haben eine Menge Musketen. Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wir brauchen viel mehr Raptoren. Raptoren über Raptoren. 67 Raptoren gleichzeitig. Wir gucken uns das mal von oben an. Das sieht bestimmt spektakulär aus. Okay, die Musketen öffnen das Feuer, können viele ausschalten, aber jetzt müssen sie nachladen. Und die Raptoren sind noch am Leben. Sie schnappen sich erst natürlich die Bannerträger und jetzt werden sie gleich in die Reihen der Musketiere vorstoßen. Genau, die versuchen sich natürlich noch im Nahkampf zu wehren, aber ob das gelingen wird, ich bezweifle es. Ah, wobei, es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus, wir haben ja einen harten Kampf. Die Raptoren greifen natürlich mit sämtlichen Mitteln an und stoßen sie hier in die Rippen. Aber am Ende werden die Musketiere wahrscheinlich doch dann noch gewinnen, indem sie einfach die Muskete gut genug positionieren. Oder? Okay, nein. Sie müssen nochmal nachladen. Sie müssen nochmal nachladen und dieses Mal wird es wohl kein Happy End geben. Das letzte Musketier wird jetzt wohl... Oh, der wurde richtig abgebissen hier. Und der lebt noch. Ach, der dreht sich auch mit dem Rücken. Der hat wohl Angst. Der will fliehen. Ja gut, aber das hat ihm dann am Ende doch nicht so viel gebracht. Am Ende bin ich dann aber nochmal auf ein paar andere Truppen gespannt. Wir haben hier zum Beispiel diesen Hofnarren, der zwei kleine Klingen an den Händen hat und den Lehrer. Und man, jeder Mensch weiß, ein Lehrer weiß ziemlich mehr als seine Schüler, also die meiste Zeit zumindest. Deswegen werden diese Hofnarren wahrscheinlich gleich die Überraschung ihres Lebens erhalten, wenn der Lehrer es mit allen gleichzeitig aufnimmt. Okay, ich bin gespannt. Was macht der Lehrer als erstes? Wird er sie durchstechen oder wird er... Ja, was macht er denn? Weicht er aus? Oh, ist das krass. Wann greifen sie an, die Hofnarren? Da geht's los. Die Hofnarren greifen an. Der Lehrer fällt zu Boden. Aber, oh, doch, nein. Er fällt nicht zu Boden. Es war ein Manöver. Nein, der Hofnarr hat ihm aber sein Bein in den Rücken gestoßen. Uiuiui. Wir lassen jetzt einfach mal zwei Lehrer gegeneinander kämpfen. Vielleicht kriegen wir dann ein schönes Duell hin. Okay, wie geht's los? En garde. Oh, jetzt. Oh, okay, der eine Lehrer hat verfehlt. Beide haben verfehlt. Sie sind beide ausgewichen. Wie geht's weiter? Okay, der blaue... Oh, der blaue Lehrer... Oh... Ja, der blaue Lehrer hat einen Fehler gemacht. Er hat vorbeigeschlagen, da konnte der rote Lehrer dann in diesem Fall eindeutig siegen. Und fürs Grande Finale noch einmal 17 Pferde gegen 17 Pferde. Wer wird dabei wohl gewinnen? Es wird wahrscheinlich sehr chaotisch werden und keiner wird mehr durchsehen. Los geht's. Alle werfen ihre Lassos aus, um irgendwen vom Pferd zu ziehen. Und jetzt verschmüstet sich das hier. Und es sieht ziemlich beeindruckend aus, wenn man hier mal durchgeht, was hier so abgeht. Man versteht wahrscheinlich nicht mehr wirklich was. Aber, oh ja, okay, wer gewinnt? Oh, da fliegt einer durch die Luft. Was passiert hier? Das Lasso fliegt durch die Luft. Oh, den hat's hier voll erwischt. Der wurde hier wohl von irgendwem schon gefangen. Alle wurden hier irgendwie gefangen. Alle werden vom Pferd gerissen und fliegen durch die Luft.
Was passiert denn hier? Oh, jetzt aber. Oh, wow. Was macht er da hinten? Er reitet so über die Veranda. Und jetzt ist er wieder im Duell. Oh, wer hat er an der Leine? Hat er irgendwie einen von sich an der Leine? Ja, das hätte ich ihm nicht empfohlen. Was passiert jetzt? Die Roten scheinen aber zu gewinnen, habe ich das Gefühl. Die Blauen sind ja eindeutig im Nachteil. Wo reiten sie jetzt hin? Ach so, da hat sich einer versteckt. Ja, nee, nicht in der Kneipe verstecken. Du bist jetzt auch noch dran. So, so, so. Ja, ja, ja. Hallo? Ach, lass doch den armen Mann in Ruhe. Okay, ja, die Roten haben gewonnen. Danke, dass ihr mir bei diesem Video zugeschaut habt. Abonniert doch jetzt diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt gerne ein paar nette Kommentare oder Verbesserungsvorschläge. Danke an meine Kanalmitglieder Laucheli und Superphoenix. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn auch ihr in jedem Video genannt werden wollt, könnt ihr jetzt Mitglied werden auf dem Mitglied-Werden-Button. Da bekommt ihr ein gutes Symbol neben eurem Namen und ihr könnt Emojis benutzen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.